Was bedeutet das? Im Duden erfahren wir, das Wort Konflikt stammt aus der lateinischen Sprache Conflictus, Kampf, Zusammenstoß. Es bezeichnet einen Spannungszustand zwischen zwei oder mehreren Personen oder Gruppen, zwischen denen es zu Gegensätzen gekommen ist. Die Beteiligten haben unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen und Absichten und versuchen, diese auf Kosten des Gegners durchzusetzen. Konflikte sind ein ganz normaler Bestandteil unseres menschlichen Zusammenlebens. Wir kommen an ihnen nicht vorbei, können aber lernen, mit ihnen konstruktiv umzugehen. Dabei ist es allerdings notwendig, dass alle Beteiligten dazu bereit sind. Hier ein Fallbeispiel. Das ist Luca. Sie ist 13 Jahre alt und kommt neu in die Klasse 7e. Die Lehrerin Frau Schmidt setzt Luca auf den einzigen freien Platz neben Chantal, die nicht davon begeistert ist. Du hast ja einen jungen Namen und bist doch ein Mädchen, oder? Sagt Chantal zu Luca. Luca schaut überrascht Chantal an, sagt aber nichts. Karl, Jeremy und Konstantin werfen die ganze Zeit Papierkügelchen auf Luca. Die Lehrerin Frau Schmidt macht jedoch nichts. Aber als alle Schüler lachen, dreht sie sich um und fragt: Was ist denn hier los? Sie entdeckt die Papierkügelchen, die alle nur bei der neuen Schülerin Luca verstreut herumliegen. Luca ist in Tränen nahe. Musst du jetzt weinen? Säuselt Chantal und die ganze Klasse lacht. Stopp! Was soll das hier? Ruft die Lehrerin Frau Schmidt. Helga meldet sich und sagt: Frau Schmidt, Karl, Konstantin und Jeremy bewerfen Luca die ganze Zeit mit Papierkügelchen. Inzwischen heult Luca Rotz und Wasser. Helga, hör auf zu petzen, das warst du doch selber. Verteidigt sich Jeremy. Nein, das stimmt nicht, kreischt Helga. Fragen, was soll die Lehrerin tun? Ihren Unterricht fortsetzen? Helga rügen, da sie gepetzt hat? Oder mit der Klasse in einem Gespräch den Konflikt lösen? Nein, 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 so nicht, ruft Frau Schmidt in die Klasse. Diesen Disput erlaube ich nicht in meinem Unterricht. Das müssen wir sofort klären, damit sich hier nicht etwas Schlimmes entwickelt. Die Lehrerin fordert die Klasse auf, einen Stuhlkreis zu bilden. Lasst uns darüber sprechen, was gerade vorgefallen ist. Helga, erzähl uns doch bitte nochmals genauer, was passiert ist. Karl, Jeremy und Konstantin haben immer dann, wenn sie an die Tafel geschrieben haben, Papierkügelchen auf Luca geworfen. Konstantin, Karl und Jeremy, jetzt erzählt ihr bitte das Ganze aus eurer Sicht. Jeremy, der Anführer der drei, antwortet: Haltet alle den Mund, wir sagen nichts. Samantha meldet sich und sagt: Jeremy, das bringt doch nichts, wir haben es doch alle mitbekommen und du, Chantal, warst auch nicht gerade besser. Übertreib doch nicht so, Samantha, sagt Chantal. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Mit gegenseitigen Vorwürfen kommen wir hier nicht weiter, bemerkt Frau Schmidt. Und nochmals zu euch drei Jungs. Erzählt bitte das Ganze nun aus eurer Perspektive. Okay, ich gebe es zu, dass ich Papierkügelchen geworfen habe. Aber ich war es nicht alleine, sagt Karol. Frau Schmidt fragt Karol, wer die anderen Papierkügelchenwerfer waren. Doch Karol schweigt. Daraufhin insistiert Helga, dass genau diese drei Jungs, Konstantin, Karl und Jeremy, die Papierkügelchen geworfen haben und dass es die ganze Klasse mitbekommen hat. Ihr erinnert euch sicher noch daran, als ich von einigen in dieser Klasse wegen meinen sehr guten Noten gehänselt wurde, meldet sich Gustav, der Klassenbeste. Ja, und ich schwöre, du wegen meinem Russischnonsens hier ausgelacht, ruft Sergej dazwischen. Genau, und das muss sich in unserer Klasse endlich ändern, ruft Helga. Ja, der Klassengeist in eurer Klasse 7e bedarf eines ethisch-moralischen Standpunktes. Will heißen, eure Klasse muss zusammenhalten wollen. Und nur so wird es hier in der Zukunft weniger Konfliktpotenzial geben, sagt Frau Schmidt und stellt an alle Schüler im Stimmkreis die Frage: Was bedeutet das für jeden Einzelnen von euch? Jawohl! Wir brauchen hier ein Teamspiel, ruft Sergej. Und den erreicht ihr wie? Indem Konstantin, Karl und Jeremy, aber auch Chantal sich bei Luca entschuldigen und wir ab jetzt achtsam, also respektvoll, miteinander umgehen, schlägt Sergej vor. Und wollt ihr das auch wirklich haben? Fragt die Lehrerin. Ja! Die drei Jungs und Chantal entschuldigen sich aufrichtig bei Luca. Wir fassen zusammen. Die Lehrerin Frau Schmidt hat einen schwelenden Zusammenstoß, einen Spannungszustand, der zwischen den Schülern aufgetreten ist, also einen beginnenden Konflikt, im sofortigen Gespräch mit der ganzen Klasse aufgelöst. Die Klasse hat dabei gelernt, im gemeinsamen Gespräch den Konflikt bereitwillig und konstruktiv zu lösen.